Moin zusammen, wir gehen jetzt zu. Oh, in eine Random Map. Ich habe vorhin noch gedacht, die Schule haben wir lange nicht mehr gespielt. Cool, dass du mir die gibst, Randomizer. Vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen. So, ach, Ja, hier die sind die Schule haben wir lange Aufgaben. nicht mehr. Ja, das habe ich heute noch gedacht. Danke, Randomizer. Also vorbereiten, rein damit. Also Leute, ihr könnt im Hintergrund vielleicht ein paar Schreie hören. Das ist Schon da. Fluffy, der spielt Poppy Playtime. Hallo. Ich bin schon drinne, aber ich habe den Breaky noch nicht. Ich bin auf dem Weg dahin. Weil der ist ein bisschen weit weg. Auf mein Gehör kann man sich gerade nicht verlassen, weil ihr hört, was hier für Schreie im Hintergrund bei mir sind. Fluffy und Huggy-Wuggy. Okay, der Breaker ist an. Hab ich hier gerade was gehört? Ghost, are you here? Das wäre jetzt ein Witz, wenn der direkt hier wäre. Ghost, are you here? Liegen die immer so, die Hefte? Ich weiß es gar nicht. Hello, Ghost? Are you here? Hier sind viele Hefte in dem Raum. Okay, ich werde oben rechts, oben links erstmal alles hier absuchen. Ihr könnt ja Bescheid sagen, wenn ihr irgendwas hört. Also bis gleich. Also habe ich vorhin doch richtig gesehen. Ja, hier ist der Atem. Ich lasse die Taschenlampe vor dem Raum liegen. Ist direkt gegenüber vom Breaker der Raum. Da, wo ich die Smudgies hinwerfe, da ist der Speckraum dann. Da ist auch Licht an, okay? Macht die anderen Lichter auf euren Seiten alle komplett aus. Die brauchen wir alle nicht. Ist praktisch, dass der Brecky direkt in der Nähe ist. Das ist echt gut. Okay, so, jetzt heißt es, alle Items hier rüberbringen zu der Seite. Links, glaube ich. Was? Zu der Breaker. Oben links, ja, genau. Da habe Oh. ich auch eine Taschenlampe hingeworfen, die zeigt auf den Raum. Und wo die Alter. Smudgies liegen, da ist der Speckraum. Dann bringen wir alles zu diesem Eingang und bereiten alles vor. Also bis gleich. So, also ich habe schon mal ein paar Items da vorbereitet, ein paar Soundsensoren. Die anderen werden jetzt gleich auch noch ein paar Items darüber bringen. Ich bringe jetzt aber schon mal eine Videokamera, einen Soundsensor und einen Kruzi da rein, um den Raum abzusichern. Und falls wir eine Yuri-Fähigkeit erleben sollten, kriegen wir die im Truck nämlich mit, dann können wir die hören. Ist jetzt leider ein weiter Weg hier zu laufen, aber das Gute ist, der Breaker ist direkt gegenüber. Das ist sehr praktisch. Am besten die Bewegungssensoren als nächstes direkt hinmachen, weil während wir vorbereiten, können wir so feststellen, ob der uns folgt. Es wird mal wieder ein cooler Ghost Highway hier. Okay, Licht aus. Licht aus. Orbs. Ich sehe keine Orbs. Okay. Kein Phantom. Ich habe hier was für dich. Es ist kein Phantom und ich glaube auch kein Shade. Sie hat gerade ein Ghost Event gemacht. Ja, konnte ich gerade in Ruhe machen. Telefon! Kiki, die Sachen sollen nur an die Tür. Du sollst nichts hier reinbringen, ne? Nein, wir haben gar keine Fingis. Bring nur alles zur Tür. Ich habe jetzt nur die Kamera da reingebracht, falls das ein Yuri ist. Und ein Kurzi, um nur abzusichern. Ich bringe jetzt auch die Sachen zur Tür. Nicht mehr in die Map reingehen. Es geht um die Sanity, deshalb machen wir das so. So, also wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Ich nehme jetzt die Sensoren und das Salz als erstes, weil falls der uns nachläuft, kriegen wir das nämlich mit auf die Weise. Die werde ich nämlich jetzt in die Nähe extra hier in diesen Flur packen, wo er lang muss, wenn er uns nachlaufen will. Ich habe nur einen Sensor mitgenommen. Ich bin mal wieder ganz besonders schlau. Kiki hat hier schon heimlich Salz hingetan. Oh, der Geist ist kein mehr. Er hat hier Licht angemacht. Kein mehr. Hast du eine Idee, wo ich das Salz hinstreuen kann? Tu das hier den Highway lang streuen, das Salz. Und dass wir das eben mitkriegen, wenn der uns nachläuft. Wraith ist auch raus. Wraith ist auch schon mal raus. Mama, bist du im Badezimmer? Nein, sie ist gerade hier unten bei mir, bei den Items. Okay, dann
dann war das einfach nur sehr weites Roaming. Weil der ist hier durch das ganze Salz gelatscht. Ist der bis zum Badezimmer gelatscht oder ist der im Flur nur gelatscht? Nee, nur im Flur ein bisschen rumgelatscht. Ja, der ist eben auch hinterher. Ja, das müssen wir im Auge behalten. Dafür habe ich das ja jetzt dahin getan, ne? Dass man das sehen kann. So, die hier, die ist jetzt gleich für, um den beim Hand zu beobachten. Tue ich jetzt auch hier ans Ende von unserem Ghost Highway. Nein! Ich habe eine Frage. Der hat ja hier das Stativ umgeworfen. Darf man kein Foto davon machen? Doch, da muss nur ein EMF-Reading am Stativ sein, ne? Wegen dem Foto. Ja, das auch. Und die Kamera war umgekippt. Das hat irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gezählt. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Knochen werden ja wahrscheinlich sowieso nicht finden. So, das Putzi, das muss aber schon hier den Raum abdecken. Deshalb tue ich das ein bisschen zurück. Die Sachen können hier bleiben. Den tun wir mal hier in den Flur, dann kann man den nachher auch hören. Oh, das ist schon sehr weites Roaming. Ja, dieses Roaming, was der hier im Flur abgelegt hat, ist schon sehr weit. Wir müssen auf jeden Fall nachher einmal auf Banshee testen, dann in dem Versteck später. Aber wenn wir alles aufgebaut haben. Okay, Fotos sind voll. Fotos sind voll, aber nicht ganz fehlerfrei, leider. Okay, dann müssen wir nur noch die ganzen Taschenlampen den Ghost Highway da lang machen und so und hier die Smudgies noch reinbringen, dann haben wir eigentlich alles. Dann könnt ihr ruhig schon mal in den Speckraum gehen, dann testen wir da gleich auf Benji. Der Breaky ging gerade aus, das heißt, wir haben keinen Gin. Darf ich Tüten? Ja, wollte ich gerade sagen. Nimm die ganzen Dosen, die hier drin sind, und mach einen Polti Highway. Ich bring die dir mal hier zum Ausgang rüber. Ja, das sind wir schon die ganze Zeit gefahren. Ja, ich schmeiß die dir zur Tür, dann musst du die da einfach nur aufheben. So. Ja, okay, das reicht, glaube ich, schon mit dem Polti Highway. Das ist genug. Du kannst natürlich auch ein paar in den Raum einfach werfen, so, ne? Damit der da was zum Werfen hat. Das ist sehr praktisch hier mit diesen Räumen. Hier gibt es viele Items, weil das ist das Problem, was die Schule hauptsächlich hat. Die hat nicht viele Items, aber hier manche Räume sind vollgepackt. So. Ja, weil wir es vielleicht reingeräumt haben. So, jetzt hat der Geist dann auch genug zu spielen. Ja, jetzt, ne? Okay, dann lasst uns mal alle hier reinsetzen in den Speckraum und gucken, ob der zu uns kommt. Du kannst hier ein Parabol schnappen, dann kannst du das auch testen mit dem Moroi. Hier ist ein Parabol. So. Phantom haben wir ja eigentlich schon ausgeschlossen. Jin ist auch raus. So, dann gucken wir mal, ob der zu uns kommt. Da ist ja noch ein Salz hier vor der Tür und ein Sensor. Ah, Whisper. Kiki, bist du gerade am Truck? Okay, einer muss zum Truck gehen und Küken seine Sanity beobachten. Ich mach das. Obwohl, ich kann das gar nicht machen. Kiki, geh mal zum Truck und beobachte den Küken. Achso, du bist gerade hier. Ja, ich lass meinen Kram hier, dann gucke ich nach. Kiki, schnapp dir ein Parabol. Hier ist eins. Kannst ja auch einen Whisper kriegen, dann beobachte ich von euch die Sanity. Dauert nur einen Moment, bis ich da bin. Bis gleich. Ja, bleibt auf jeden Fall in dem Badezimmer sitzen mit Licht an. Okay, 55 und 63. Ja, also ehrlich. 55 und 63. Wir sind jetzt im Durchschnitt genau bei zwischen 50% und 60% Sanity. Die müssen wir auf jeden Fall erhalten, falls wir einen Early Hunter haben. Der Meer ist ja zum Glück schon raus. Die Sanity scheint aber nicht runterzugehen. Ne, eure Sanity bleibt stabil, also kein Moroi. Ist der Geist zu euch gekommen jetzt in der Zeit, in den Raum, oder ist er gar nicht zu euch gekommen? Wieder wurde der Sensor aktiviert, aber ist der gelaufen. Okay, dann ist es sehr wahrscheinlich auch kein Banshee. Dann können wir den eigentlich auch schon mal ausschließen. Ein Airball? Nee, hatten wir nicht, ne? Okay. Also Kiki hatte so um die 55% Sanity und Küken hatte so
um die 63%. Wir sind im Durchschnitt jetzt genau zwischen 50 und 60. Jetzt geben wir dem mal kurz Zeit, um Early zu hunten, wenn er das will. Und wenn er das nicht tut, dann haben wir wahrscheinlich keinen Early Hunter. Ja. Ja, ich hab deine liegen lassen. Okay, ich werde mal die Kerzen hier im Geisterraum anmachen. Dann können wir ja mal nebenbei auf den Onrio testen. Bring den Dots mit. So. Der ist gerade aus dem Raum rausgekommen. Jetzt ist er wieder rein. Guck, mir hat er ein kleines Häufchen gemacht. Gast, wovor läufst du denn weg? Well, gepunktetes Wasser. Also ich glaube, Early Hunter ist er nicht, weil der Early Hunter hatte schon längst angefangen. Okay, eine Kerze ist aus. Ja, ich beobachte hier gerade mal die Kerzen und guck mal, ob das ein Onrio ist. Das kann man ja jetzt testen. Klopfi. Also Early Hunter, der Raichu zum Beispiel, der kann schon bei 65 hunten. Der Meer könnte bei 60 hunten, aber Meer ist raus, weil er ein Licht angemacht hat. Der Demon kann Early hunten, der Onrio kann Early hunten, auch ohne Kerzen. Ich bin aber nicht im Geisterraum, also selbst wenn es ein Shade ist, müsste der trotzdem was machen. Ich meine, ich habe ihn durch Geräusche gefunden. Oh. Okay, Kerzen. Kerzen wurden ausgepustet, aber er versucht nicht zu hunten. Der hat schon wieder hier das Licht angemacht. Da seht ihr. Ja, definitiv kein Meer. Nee, glaube ich auch nicht. Also wahrscheinlich kein Onrio, sagst du, oder? Das kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe die Kerzen jetzt gerade wieder angemacht und lass die wieder auspusten. Man kann den so schnell nicht ausschließen. Man sollte es nochmal später mit niedriger Sanity testen. Ich lasse die Kerzen nochmal einmal jetzt durchlaufen und danach lassen wir den einfach handeln. So, zweite ist aus, nur noch eine. Okay. Ja, gucken wir mal. Steht er hier an der Tür. Okay, jetzt ist er wieder rein. Ghost? Hallo? Ja, wir können schon einiges ausschließen, allein schon durch das Verhalten. Jetzt lässt er sich mal wieder Zeit mit der letzten Kerze. Ey. Die brennt jetzt bestimmt aus. Ja. Nee, das war eine junge Frau mit einem schönen Kleidchen. Ja, vielleicht ist sie eine Lehrerin. Lehrer sind doch manchmal auch so langweilig und sind wie Omas und Opas, obwohl die 20 sind. Ach stimmt, wir sind ja eine Schule. Ach, manche Frauen, die denken, weil sie eine Mutter sind, müssen sie sich auf einmal wie eine Oma anziehen. Oh, ich verstehe es nicht. Okay, Kerze ist aus. Er spielt mit der Tür. Der Geist hat jetzt gerade die Tür für sich entdeckt irgendwie. Ja, ja. Sehr komisch, er handelt aber nicht. Warten wir mal ein bisschen. Sie, Kiki, komm hier rein. Licht an. Küken, du check Sanity. Kiki, komm hier rein. Hopp, hopp, hopp. Kiki, komm hier rein. Ins Licht. Kiki, du verlierst Sanity. Komm her, wir brauchen einen festen Wert. Hier rein. Speckraum. Hopp, hopp, hopp. War das gerade eine Yorei-Fähigkeit? Sanity, das ist normale Hunting Range. Ihr seid unter 50, beziehungsweise wir. Hat gerade wieder versucht zu hunten. Ich glaube, ich habe gerade eine Yorei-Fähigkeit gehört. Oder hast du das nicht gehört im Truck? Ich habe da nichts gehört. Ich habe alles kurz gehört. Küken, ganz wichtig gleich, wenn ich den gesmatscht habe beim Hand. Guck drauf auf den Sensor, ob er den Raum verlässt für 90 Sekunden. Du kannst gleich auf der Kamera hier im Flur sehen, wann ich ihn smudge. Dann kannst du dir einen Timer stellen. Okay, das war... Was nochmal? Tut mir leid. Wenn ich den jetzt gleich smudge, 90 Sekunden darf er den Raum nicht verlassen durch den Sensor. Den Sensor musst du beachten, er huntet. Okay. Ghost! 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 Normale Würfe.
Shapeshift. Bei 14:50 ungefähr gesmatcht. Mein Zettel ist voll. 15:20, 16:20. Und dann wären das 17:50 für den Spirit. Okay. Und wir haben normale Hunting Range. Das heißt kein Deoken, kein Shade. Nein, jetzt ist mein Pulli runtergefallen. So ein. Ist sie vielleicht was langsamer? Ja, beachte den Sensor und guck, ob der Geist den Raum jetzt verlässt für die nächsten, seit ich gesmatcht habe, 90 Sekunden. Boah, ich hasse das, wenn der Kram hier runterfällt. Ich hasse es. So, 14:50, 16:20. Also bei 16:20 in 20 Sekunden kann ein normaler Geist wieder handeln, dann sind die 20 Sekunden auch rum. Okay, 10 Sekunden ungefähr. Ungefähr, also nicht 100%, so ungefähr. Okay. Jetzt. Jetzt kann ein normaler Geist handeln. Jetzt kann er auch wieder den Raum verlassen, selbst wenn es ein Jure ist. Also er hat den Raum jetzt nicht verlassen in der Zeit, oder? Nee, denn suchen werden ganz schön getriggert. Halt auf jeden Fall die Ohren auf wegen der Jure-Fähigkeit. Das hier ist ja alles raus. Ich glaube nicht, dass das. Spirit ist raus. Ich mache einen Yokai-Test. Ghost over here. Ghost in here. Ghost over here. Ghost here. Hier. Hier. War aber auch kein Oni. Okay, kein Yokai. Kein Spirit. Ich konnte noch nicht das Line of Sight Speed testen. Wir müssen auf den Shapeshift noch achten. Ist, glaube ich, unten im Klo. Küken, hast du irgendwie einen Shapeshift sehen können auf der Kamera? Nee, also ich hab nichts Verdächtiges gesehen. Kiki, geh ruhig mal kurz schnell raus zum Küken und guck mal mit wegen Oni. Aber ich glaube nicht. Oder Küken, meinst du, das ist vielleicht ein Oni? Nee, ist normales Flackern, meinst du? Kiki, lauf schnell raus, solange der Smudge-Effekt wirkt. Ja, geh zum Küken und guck mit auf der Kamera. Wir haben hier eine Kamera. Da könnt ihr wegen Polti gucken, da könnt ihr wegen Oni gucken und so weiter. Und auch wegen Obake, wegen Shapeshift. Der Hunted, versteck dich irgendwo unten. Ich lenke den hier oben ab. Ghost, hello. Die wirft schon sehr brutal, ne? Oh Mist, ich bin zu weit vorne. Ein Polti. Sie handelt jetzt aber sehr aggressiv irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie schneller geworden ist, oder? Ich muss mal nur die blanke Geschwindigkeit hören ohne Line of Sight. Das muss ich gleich noch testen wegen Twins. Vielleicht haben wir ja Twins. Vielleicht war das ja der Main die ganze Zeit und war nur langsamer oder so. Ich kann mal gleich mit dem Parabol hinhören. Ich habe auch nur noch einen Smudge. Okay, Kiki, mach, dass du jetzt rauskommst. Jetzt sofort raus. Ich muss jetzt gleich einmal die Geschwindigkeit anhören ohne Line of Sight. So, das testen wir jetzt gleich.
Ich meine, sie hat auch die Sachen sehr weit und brutal geworfen. Achtet darauf nachher auch mal, ob das vielleicht ein Polti ist. Ich werde sie gleich aber nicht in die Kamera locken. Ich werde gleich einfach im Versteck bleiben und nur die Geschwindigkeit hören. So. Das ist zumindest der Plan. Wegen Twins. Okay, warten wir mal ab. Okay, das ist jetzt ohne Line of Sight. Ich glaube, es ist normal. Ich glaube nicht, dass es ein Oni ist. Mimik war auch raus. Ich werde zur Sicherheit aber noch ein paar Hans mir nur so anhören. Meiling ist auf jeden Fall raus. Ich glaube, es ist normal. Okay, warten wir auf den nächsten Hand. Jetzt handelt sie. Sie klingt aber normal. Ich glaube nicht, dass wir Twins haben. Ich muss Line of Sight aber testen. Das wird schwierig. Es könnte ein Fay sein. Der genau in dem mittleren Alter gerade ist. Der handelt dann auch so. Was? Shapeshift? Er hat irgendwas gesehen. Oder Poltergeist. Irgendwas ist denen gerade wohl aufgefallen. Ich habe den Polter Highway noch mal ein bisschen neu hergerichtet. Der hat gerade das Licht gesprengt. Oni habt ihr jetzt nicht gesehen? Kein Oni? Also schwer zu sagen. Ich würde sagen 50-50. Also müssen wir noch mal. Ja, ich lasse sie auf jeden Fall nochmal handen. Achtet aber auch auf die Würfe von den Items, okay? Wegen Polti. So. Wir versuchen es jetzt gerade so irgendwie ein bisschen mit Teamwork rauszufinden, weil es ist gerade schwer. Also Shapeshift habe ich selber keinen gesehen, aber vielleicht habe ich den auch einfach nicht gesehen vorhin. Keine Ahnung, dass sie, wo sie sichtbar war, dass sie es nicht gemacht hat. Sie handelt. Ich will den letzten Smudge eben nicht verschwenden. Ich hoffe, die beiden konnten jetzt was sehen auf der Kamera. Geschwindigkeit klingt aber normal. Die Kerzen müssen wir auch mal testen, ob sie in der Nähe der Kerzen spawnt. Ich kann gleich das Kruzi da mal mit reinnehmen und das damit testen. Wo ist denn das Kruzi hier? Ich warte aber, bis der Hand vorbei ist. Und habt ihr irgendwas Polti-artiges oder Oni-artiges gesehen? Nee, gar nichts. Ich versuche hier auf Onryo zu testen. Also jetzt macht ein kleines Polti schon was nah, das ist kein Problem. Dafür war das, war der letzte lange nicht Spaß. Ich glaube, das war eine normale Türinteraktion. Okay, ich muss die Kerzen hier im Auge behalten.
Schade, dass wir nicht das Salz haben, das slowt. Die hält sich jetzt aber schon ran mit Kerzen auspusten. Ihr könnt ja auf der Kamera, die im Raum steht, mitgucken. Da seht ihr das ja. Oh, ich muss aufpassen, das Feuerzeug geht irgendwann leer. Ich darf das nicht die ganze Zeit anlassen. Ihr müsst nachher gucken, wo sie spawnt, wenn die Kerzen an sind. Ob sie in der Range von denen spawnt oder nicht. Ja, im Geisterraum. Oh, okay, okay. Hat sich erledigt. Es ist kein Onryo. Sie hat gerade das Kruzi benutzt, obwohl eine Kerze darüber an war. Das ist das Gute an den T2s. Die haben genau die gleiche Range, wie ein Onryo hat. So. Okay, Onryo haben wir ausgeschlossen. Ich mache noch einen letzten Line-of-Sight-Test. Und danach müssen wir raten. So, damit ich leichter da reinschlüpfen kann. Okay, dann warten wir auf deine Hand. Ich glaube, sie... Shit. Ich glaube, sie beschleunigt nicht. Doch. Tut sie, okay. Das wollte ich nur wissen. So kann ich den Play nämlich ausschließen. Shapeshift habe ich keinen gesehen. Demon weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube mal nicht. Der hätte sich uns schon viel öfter angesprungen. Die Hand ist ja zwar ein bisschen aggressiv, aber ist nicht aggressiv genug für einen Demon. Okay, das war der letzte Hand. Irgendwas Besonderes? Shapeshift, Oni-Flackern, Polti-Würfe? Nee, ich denke wirklich, das ist ein Goryo. Nix davon. Okay, also denkt ihr, es ist ein Goryo dann. Okay, also Yurei ist es dann auch nicht? Also keine Yurei-Interaktion? Ich dachte, ich hatte vorhin eine doppelte... Nee, nichts davon. Ich dachte, ich hatte vorhin eine doppelte Tür-Interaktion gehört. Das ist bestimmt wieder so ein Goryo-Arschkeks, wie immer. Bin nicht sicher. Ich dachte, ich hatte vorhin so eine doppelte Türinteraktion gehört. Ihr habt gar nichts gehört, ne? An Türen. Immer nur normale Interaktion, ne? Ja. Ja, vielleicht habe ich mich auch nur verhört. Aber sie hatte den Raum vorhin nicht verlassen, nachdem ich sie gesmatcht habe. Jetzt gerade auch nicht, ne? Ja, Twins ist es glaube ich auch nicht. Ich hatte ein paar Mal ohne Line of Sight gehört und die Geschwindigkeit war immer gleich. Also ihr seid sicher, dass es kein Poltergeist ist? Das waren keine Polti-Würfe dabei? Nee, also er hat schon geworfen, aber ich glaube, das hat jetzt nicht für ein Polti ausgereicht. Das war eine normale Türinteraktion. Und Shapeshift habt ihr auch gar keinen gesehen, ne? Nee. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie, ich weiß nicht, habe ich so gedacht, vorhin eine Yurei-Fähigkeit gehört zu haben, aber ach, ich bin nicht sicher. Ich will da jetzt auch keine falsche Fährte legen, ne? Man, ist es ein Yurei, pass auf. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, also ihr habt jetzt die Wahl zwischen Yurei, Gori und Obake. Demon theoretisch auch noch, aber ich glaube nicht, dass es ein Demon ist. Ja, viel Glück, Leute. Auf der anderen Seite war sie sehr territorial gewesen. Sie hatte mir ein Event ziemlich am Anfang direkt schon gegeben. Und sie hatte mir gerade vorhin auch noch ein Event gegeben, in dem sie das Licht kaputt gemacht hat. Was ja auch wiederum für ein Goryo eher spricht, weil die eben, sobald man in ihr Revier kommt, auch mit Ghost-Events um sich werfen. Ne? Vielleicht habe ich mich auch vorhin nur verhört. Sollen wir Goryo nehmen?
Also, wie gesagt, die drei sind zur Auswahl. Ja. Ah, ich will dir auch nicht auf die falsche Fährte führen. Machen wir einfach Reden, was er will. Oder wollen wir alle Gorio nehmen? Mir ist es egal. Ich hab Gorio. Dann lass uns alle Gorio nehmen, dann liegen wir immerhin alle falsch, wenn es falsch ist. Ja, okay, dann Abfahrt. Sucht euch aus. Also ihr könnt frei entscheiden, was ihr wollt. Ist egal. Soll jeder selber entscheiden. Pass auf, wenn das jetzt ein Jury ist, ne? Leute! Was? Ich habe euch extra gesagt, ihr sollt aufs Uni-Flackern achten. Ja, die Mama ist ja hier der Uni-Experte. Wie kann das wirklich für ihn nochmal sagen? Bla, bla, bla. Ich habe eben zu dir gesagt, guck mal, es könnte auch ein Uni sein. Habe ich einmal gesagt. Ja, und ich habe. Ich habe euch extra mehrere Hands gestattet, damit ihr nochmal mehrmals hingucken könnt. Ja, okay, das hätte ich doch hätte ich doch mal selber geguckt. Das wäre jetzt eigentlich die Schuld von uns allen drei. Wir hätten das alle drei sehen sollen. Ich hätte selber mehr gucken sollen. Ja, ach, bin ich blöd. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.